Die Morgensonne tauchte das Zimmer in ein helles, freundliches Licht. Die Luft war frisch und dieses Mal ohne eine Spur von Gas. Shelley ging zum Fenster und schaute auf die Moorlandschaft, die im Sonnenlicht beinahe sanft wirkte. Während sie sich anzog, fiel ihr Blick auf die Kamera. Neben dem Apparat lag der Stapel Fotos von gestern. Doch etwas war anders. Im Kameraschlitz steckte wieder ein Bild. Shelley stockte fast der Atem. Langsam ging sie zum Tisch hinüber und nahm das Polaroid-Foto in die Hand. Es zeigte ein zerwühltes Bett. Eindeutig nicht ihres. Bei näherem Betrachten erkannte sie das Bett wieder, obwohl diesmal nicht der Handschuh davor lag. Es sah aus, als hätte ein... Nein, es sah aus, als hätten zwei Menschen darin geschlafen. Man konnte genau die Abdrücke von zwei Körpern erkennen. Am Nachmittag suchte sie Nathan, um ihm das Bild zu zeigen. Na, versuchst du dich wieder mit den Rosen zu unterhalten? Alles, was ich von denen zu hören bekomme, ist, dass ich sie gießen muss, wenn es nicht regnet. Sieht aus, als hättest du Pech. Es scheint heute schön zu bleiben. Ja. Kann ich dich mal 2 Minuten von der Arbeit abhalten? Na klar, für dich habe ich immer Zeit. Von mir aus kann es auch 2 Stunden sein. Sie setzten sich auf eine Bank und Shelley berichtete ihm von dem Foto. Kannst du dir vorstellen, was das zu bedeuten hat? Die Fotos könnten Hinweise auf den Mord an Annabelle sein. Das ist die einzige Erklärung, die mir eingefallen ist. Klingt einleuchtend. Vorausgesetzt, es gibt Geister. Und weiterhin vorausgesetzt, es ist Annabels Geist, der dir das Leben schwer macht. Was sonst könnte es sein? Und glaub mir, ich hätte es auch nicht für möglich gehalten, dass ich mal an Gespenster glaube. Aber nach allem, was passiert ist, was bleibt mir da anderes übrig? Und was soll uns das zerwühlte Bett mitteilen? Vielleicht hat Annabels Mörder darin geschlafen. Das würde ich auch sagen. Aber es haben 2 Leute in dem Bett gelegen. Der Mörder und seine Frau. Wahrscheinlich waren sie zu Gast in Belfort House. Und warum hat man sie dann nicht verdächtigt? Wenn du die Wahl hast zwischen einem pöbelnden Landstreicher und Freunden der Familie, wen würdest du verdächtigen? Und warum war auf dem Foto ein Damenhandschuh zu sehen? Man erzählt sich doch, dass der Mörder ein Mann gewesen sei. Wenn das ein Hinweis ist, dass der Mord von einer Frau begangen wurde. Könnte sein. Aber warum sollte eine Frau Annabelle umbringen? Genauso gut kannst du fragen, warum ein Mann sie umbringen sollte. Von einer Vergewaltigung war im Zusammenhang mit dem Mord nie die Rede. Aber wenn Annabels Geist der Menschheit mitteilen will, wer sie getötet hat, warum hat er oder sie dann versucht, Ashley oder mich umzubringen, wenn sie doch unsere Hilfe braucht? Das kannst du auch anders sehen. Warum dreht sie den Gashahn auf und warnt dich dann? Ja, wieso rettet sie dich, obwohl sie versucht, dich zu töten? Nach dem Gespräch mit Nathan fühlte sich Shelley schon besser. Aber es blieben immer noch eine Menge Fragen offen. Nachdenklich ging sie den Flur entlang und öffnete ihre Zimmertür. Sie erstarrte. Ihr Zimmer sah aus wie ein Schlachtfeld. Der Schrank stand offen und war durchwühlt worden. Ihre Sachen lagen auf dem Fußboden, die Schubladen herausgezogen und zum Teil ausgekippt. Jemand hatte ihr Zimmer durchsucht, doch anscheinend nichts mitgenommen. Es war alles noch da, ihre Kleider, der Koffer, die Kamera und, nein, etwas fehlte. Das Foto von dem zerwühlten Bett.